Moin und willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Heute schauen wir uns Luxus für die Straße an und das in seiner schönsten Form. Hinter mir steht schon der 7er in der langen Version als 57 Li X-Drive und der X7 als X7 X-Drive 40i. Wir schauen uns die Motorisierungen an, dann das Exterieur und das Interieur und starten direkt mit den Motorisierungen. Beim X7 haben wir standardmäßig Allradantrieb. Einmal beim X-Drive 40D als Diesel mit 340 PS und 700 Newtonmetern Drehmoment und einmal beim X-Drive 40i als Benziner mit 333 PS und 450 Newtonmetern, beide als Multibreed. Trotz seines Gewichts von über 2,4 Tonnen schafft es der Benziner von 0 auf 100 in 6,3 Sekunden und der Diesel schafft es trotz seines Leergewichts von über 2,5 Tonnen sogar in 6,1 Sekunden von 0 auf 100. Das Topmodell X7 M50i wiegt ebenfalls mehr als 2,5 Tonnen, schafft es aber dank seinen 530 PS und 750 Newtonmetern von 0 auf 100 in nur 4,7 Sekunden. Der X7 M50i hat einen 4,4 Liter 8-Zylinder-Motor, beim 40D und 40i sind es jeweils 6-Zylinder-Motoren mit 3 Litern Hubraum. Der M50i hat eine Höchstgeschwindigkeit von abgeriegelten 250 km pro Stunde. Da kommen der 40D und der 40i auch fast dran. Beim 40D liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 245 km pro Stunde, beim 40i bei 243 km pro Stunde. Beim 7er ist die aktuelle Motorenpalette etwas größer. Als Einstieg beim Diesel haben wir da den 37D mit einem 3 Liter 6-Zylinder Motor. Der hat 286 PS bei einem maximalen Drehmoment von 650 Newtonmetern, wahlweise auch als X-Drive verfügbar. Von 0 auf 100 schafft er es in 5,9 Sekunden. Mit X-Drive ist er sogar noch mal 13 Sekunden schneller. In der Langversion dauert es etwas länger, da schafft er es von 0 auf 100 in 6 Sekunden bzw. mit X-Drive in 5,7 Sekunden. Für mehr Dieselpower gibt es den 47D X-Drive, auch wieder optional in der Langversion erhältlich. Der 47D holt seine 340 PS und 700 Newtonmeter aus einem 3 Liter 6-Zylinder Motor. Von 0 auf 100 ist er in 5 Sekunden bzw. in der Langversion in 5,1 Sekunden. Die Dieselmodelle sind alle mit der 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie ausgestattet. Abgeriegelt ist die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km pro Stunde. Beim Benziner haben wir den 57i X-Drive, der ist auch als Langversion verfügbar. Da haben wir den gleichen Motor wie beim X7 M50i. Der ist abgeriegelt bei 250 km pro Stunde und von 0 auf 100 schafft er es in 4 Sekunden. Die Produktion des M67 Li wurde Ende 2020 eingestellt. Der hatte einen 6,6 Liter V12 Motor mit 585 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment. Für die kommende 7er Generation ist ein rein elektrisches Topmodell angekündigt. Im Gegensatz zum X7 gibt es in der 7er Baureihe mit dem 745e einen Plug-in-Hybrid, den gibt es als 745 LE sogar in der Langversion. Bei der Langversion könnt ihr zwischen Allrad- und Hinterantrieb wählen, den 745e gibt es nur mit Hinterradantrieb. Alle drei Variationen haben einen 3 Liter 6-Zylinder Benzinmotor mit 286 PS und 450 Newtonmetern, außerdem einen Elektromotor mit 113 PS und 265 Newtonmetern. Insgesamt kommen wir hier also auf eine Systemleistung von 394 PS mit einem maximalen Drehmoment von 600 Newtonmetern. Der normale 745e kommt von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden, in der Langversion in 5,3 Sekunden und in der Langversion mit X-Drive in 5,1 Sekunden. Auch hier ist die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h abgeriegelt. Das war's jetzt zu den Motorisierungen, jetzt schauen wir uns mal das Exterieur an. Bleiben wir direkt mal beim 7er. Der ist 5,12 Meter lang und 1,90 Meter breit bzw. 2,17 Meter mit Spiegeln. Hoch ist er 1,47 Meter. In der langen Version ist er nochmal 14 cm länger. Die Breite bleibt gleich, aber er ist etwas mehr als 1 cm höher. Was die Länge angeht, pendelt sich der X7 zwischen dem normalen 7er und der Langversion ein, nämlich bei 5,15 Metern in der Länge. Er ist 2 Meter breit, mit Spiegeln sogar 2,22 Meter und in der Höhe überragt er einfach alle anderen BMW, er ist nämlich 1,80 Meter hoch. Was bei beiden Fahrzeugen direkt ins Auge sticht, sind die dominierenden Doppelnieren in Hochglanzchrom. So fallen die beiden Fahrzeuge auf der Straße direkt auf. Serienmäßig kommen beide Modelle mit adaptiven LED-Scheinwerfern. Ihr könnt optional aber auch das BMW Laserlicht konfigurieren. Auf jeden Fall, wenn man sich so anschaut, dann wirken beide Modelle von vorne exklusiv und trotzdem sportlich.
Beim 7er wurden die Lufteinlässe von dynamisch designten Airblades eingefasst. So wird die Aerodynamik nochmal optimiert und die Sportlichkeit der Limousine unterstrichen. Auch beim X7 wurden die Lufteinlässe aerodynamisch optimiert eingefasst. Wie schon gesagt, ist der X7 etwas länger als der 7er. In der Langversion ist der 7er dann allerdings wieder länger. Und wir sehen, der 7er verläuft sehr gerade. Die Front verläuft fast parallel zum Boden, bis sie dann vorne mit der Niere wieder steil abfällt. Beim X7 verläuft sie etwas rundlicher. Dafür verläuft das Dach dann ziemlich gerade bis zum Heck, wo es dann mit einer kurzen Stufe senkrecht Richtung Schweller abfällt. An der Seite des 7er fällt der Airbreather auf, der für eine optimale Luftführung im Bereich des Radhauses sorgt. Er geht direkt in die Seitenzierleiste über. Beim X7 ist es genauso, da geht der Airbreather auch in die Seitenzierleiste über. Er ist aber, passend zum Auto, etwas breiter und markanter gestaltet. In der Serie kommt der X7 schon mit 20 Zoll Felgen. Es stehen aber auch jeweils 4 21 und 22 Zoll Felgen zur Auswahl. Hier haben wir jetzt 22 Zoll Felgen. Der 7er kommt in der Serie mit 17 Zoll Felgen, mit Option auf 12 weitere Felgendesigns zwischen 17 und 20 Zoll. Hier haben wir jetzt 20 Zoll Felgen und viele der Felgen sind nur exklusiv für diese beiden Modelle vorhanden. Der 7er hat einen Radstand von 3,07 Metern bzw. 3,21 Meter in der Langversion. Beim X7 sind es 3,11 Meter. Der lange Radstand sorgt für ein wirklich sehr geräumiges Platzangebot im Innenraum. Bevor wir uns das anschauen, gehen wir aber erstmal zum Heck. Bei beiden Fahrzeugen haben wir am Heck eine durchgehende Chromleiste. Beim 7er wird die sogar nochmal von einem roten Lichtband untermalt, das die LED-Heckleuchten miteinander verbindet und so wirkt das Heck bei beiden Autos auch nochmal schön breit. Mit den schmalen Rückstrahlern, der neu gestalteten Heckschürze und den weit außen platzierten Endrohrblenden mit trapezförmiger Kontur wirkt das Heck des 7ers extrem breit und präsent. Der 7er hat sowohl in der normalen als auch in der langen Version ein Kofferraumvolumen von 515 Litern. Der 745e hat aufgrund der Akkus allerdings nur ein Volumen von 420 Litern. Wenn ihr die serienmäßige dritte Sitzreihe ausgeklappt habt, dann hat der X7 ein Kofferraumvolumen von 326 Liter. Wenn ihr sie umklappt oder auf sie verzichtet, dann hat er sogar 750 Liter. Wenn ihr die zweite umklappt, dann habt ihr sogar 2120 Liter Gepäckraumvolumen. Besonders cool ist, dass der Kofferraum des X7 zweigeteilt ist. Man kann hier vorne die Klappe noch mal runterlassen, wenn man zum Beispiel Einkäufe transportieren muss. Und wenn einem das noch immer zu hoch ist, kann man durch Druck auf diesen Knopf hier das Fahrzeug runterfahren und hat so noch eine bessere Möglichkeit, alles einzuladen. Die Sitze könnt ihr elektrisch umklappen und zwar hier mit diesem Knopf. Jetzt schauen wir uns die beiden Fahrzeuge auch endlich mal von innen an. Kommen wir zu den Sitzen. Neben den Sitzen, die im 7er sowieso schon sehr komfortabel sind, könnt ihr auch noch optional die elektrisch verstellbaren Komfortsitze bestellen, auf Wunsch sogar mit Sitzbelüftung. Das sind auch die, die wir hier haben. Das Live Cockpit Professional ist hier serienmäßig mit dabei. Das digitale Tacho im Instrumentendisplay misst 12,3 Zoll, das Control Display 10,25 Zoll. Serienmäßig habt ihr hier das BMW Sportlenkrad. Ihr könnt optional aber auch das BMW M-Sportlenkrad dazu konfigurieren. Das haben wir hier. Oder es gibt noch das BMW Individuallederlenkrad. Serienmäßig kommt der 7er mit BMW Display Key, Komfortzugang und Soft-Close-Automatiktüren. Außerdem ist die Integral-Aktivlenkung schon inbegriffen. Was die Assistenzsysteme angeht, hat er bereits den Driving Assistant und den Parking Assistant mit an Bord. Optional sind aber auch noch der Driving Assistant Professional und der Parking Assistant Plus konfigurierbar. Der 7er hat noch ein weiteres Feature, was für mehr Fahrkomfort sorgt, nämlich Executive Drive Pro. Das ist ein Fahrwerkregelsystem, was die serienmäßige Zweiachs-Luftfederung um eine Wankstabilisierung ergänzt. Das heißt, bei Kurvenfahrten wird die Neigung der Karosserie ausgeglichen. Das Fahren fühlt sich dann nicht mehr wie Fahren, sondern vielmehr schon fast wie Schweben an. Kommen wir jetzt zum X7. Der hat wie schon erwähnt eine dritte Sitzreihe und wird dadurch zum Sechssitzer. Und durch die Dimensionen des Fahrzeugs ist es hier hinten in der dritten Reihe sogar ziemlich bequem. Besonders schön finde ich das optionale riesige Panoramadach Sky Lounge mit 15.000 Lichtern, sodass man immer einen Sternenhimmel über sich hat. Und immer mit dabei auch das Ambiente-Licht, das den Innenraum in 6 verschiedenen Farben erstrahlen lassen kann.
In der zweiten Sitzreihe wird es dann nochmal luxuriöser. Hier habt ihr noch mehr Platz und auch das optionale Fond-Entertainment-System wie im 7er. Dazu haben wir euch auch schon mal ein Video gedreht, das haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Serienmäßig kommt der X7 mit einer 4-Zonen-Klimaanlage, optional könnt ihr aber auch eine 5-Zonen-Klimaanlage konfigurieren. Serienmäßig kommt der X7 mit Sportsitzen, optional sind aber auch elektrisch verstellbare Komfortsitze verfügbar, so wie wir sie hier haben. Besonders schön anzusehen sind auch die optionalen Kristallglas-Applikationen, wie zum Beispiel hier beim Start-Stopp-Knopf, beim Gangwahlhebel oder beim BMW-Controller. Optional kann man sich auch einen beheizbaren oder kühlbaren Getränkehalter dazu konfigurieren. Das Live Cockpit Professional ist hier auch Serie, allerdings mit einem 12,3 Zoll großen Control-Display. Außerdem habt ihr auch den BMW Display Key, den Komfortzugang und die Soft-Close-Automatik-Türen. Die Integral-Aktivlenkung müsst ihr optional dazu konfigurieren. Wie beim 7er habt ihr auch hier den Driving Assistant und den Parking Assistant dabei, optional als Professional oder Plus Variante. Und auch hier könnt ihr die serienmäßige 2-Achs-Luftfederung mithilfe des Executive Drive Pro Systems um eine Wankstabilisierung ergänzen. Im X7 ist optional auch noch das X-Offroad-Paket wählbar. 4 verschiedene Offroad-Modi passen den Allradantrieb X-Drive noch besser an den jeweiligen Fahruntergrund an. Das war auch schon wieder unser Vergleichsvideo. Welcher Wagen gefällt euch besser, die Luxuslimousine oder der Luxus-SAV? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch noch weitere Unterschiede auffallen oder ihr Fragen habt, dann schreibt das auch gerne rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen da und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal.